Im heutigen Video reisen wir zurück in eine smartphonefreie Vergangenheit und gründen unser eigenes Internetcafé. Ich habe nämlich letztens eine Minecraft-Map gefunden, wo wie in verschiedenen anderen Spielen genau das möglich ist. Wir starten dabei in einem komplett leeren Raum, können dort PCs, Konsolen und Spielautomaten aufstellen, um so immer mehr Geld zu verdienen. Mit dem Gewinn haben wir dann die Möglichkeit, unser Imperium immer weiter auszubauen, neue Dinge zu kaufen und so der reichste Minecraft-Spieler aller Zeiten zu werden. Wie unser Café am Ende aussieht und warum diese Map wirklich so unfassbar gut gemacht ist, seht ihr also heute in diesem Video. Wenn euch die Idee gefällt, könnt ihr mich wie immer sehr gerne jetzt schon mal mit einem Like und einem Abo supporten und auch gerne mal kommentieren, ob ihr Internetcafés überhaupt noch kennt. So, jetzt aber ganz viel Spaß mit meinem Versuch, ein eigenes Business in Minecraft aufzubauen. Gut, also zuerst müssen wir scheinbar immer einen Tisch platzieren und dann sehen wir drüber, was für Items man da draufstellen kann. Hier zum Beispiel ein VR-Headset, ein VR-Controller und ein PC. Was ist denn das? Was? Es gibt die Möglichkeit, dass der NPC, also die Spieler, einfach explodieren. Hä? Bisschen weird, aber wild. Es kann außerdem sein, dass unsere Kunden einfach gar nicht bezahlen und einfach gehen und uns abziehen sozusagen. Okay, und wir können später scheinbar noch eine Küche eröffnen, wo die ganzen NPCs dann Essen und Trinken bestellen können. Hier drüben haben wir ein paar Setups, wie die aufgebaut werden sollen, damit das Ganze funktioniert. Ich denke, das kriegen wir hin. Und dann würde ich sagen, gehen wir zurück und starten rein und eröffnen unser erstes eigenes Internetcafé. Oh mein Gott, da ist Stream, der echte. Hier haben wir ganz viele Häuser, die ins Nix führen. Perfekt. Hier haben wir einen entspannten Park. Da können wir mal ein bisschen zur Ruhe kommen, wenn uns der Stress zu viel wird. Okay, wir können Steaks kaufen für 600 Dollar. Das sind sehr, sehr gute Steaks. Die sind safe dann von Nusret zubereitet worden. Und der Laden hier kommt mir auch irgendwie bekannt vor. Ich weiß nicht, an was mich dieses Ikai erinnert. Keine Ahnung. Hier haben wir unseren Shop. Wie viel kostet das denn hier alles? Ich glaube, wir müssen erstmal mit dem günstigsten Zeug reinstarten. Scheinbar gibt es auch unterschiedliche Böden. Sehr cool. Die Mauer können wir ändern. Das Modem können wir ändern, okay? Also ich muss sagen, ist auf jeden Fall sehr, sehr cool, was man hier für Möglichkeiten hat. Step 1 ist natürlich erstmal ein Tisch und dann nehmen wir den billigsten für 288 Dollar. Gut, die Frage ist nur, wie können wir den jetzt platzieren? Wir haben den jetzt gekauft, das Geld ist weg auf jeden Fall. Also hier drüben bestellen wir und hier ist die Delivery Box. Und dort haben wir tatsächlich unseren Tisch drin. Ja gut, ich würde sagen, den platzieren wir erstmal hier, dann haben wir eine gute Übersicht. Ja doch, das sieht doch gut aus, da haben die NPCs auf jeden Fall genug Platz. So, dann brauchen wir natürlich noch einen Stuhl, die wollen sich ja auch hinstellen, da nehmen wir auch wieder den günstigsten, einfach einen Holzstuhl. Gut, wir müssen auf jeden Fall auf unser Geld aufpassen. So, den Stuhl platzieren wir hier. Das war nicht so geplant. Okay, okay, so können wir den richtig hinstellen, sehr gut. Ja gut, dann starten wir rein mit einem Tier 1 PC, haben noch gut 1000 Dollar übrig. Dann brauchen wir noch einen Bildschirm, da nehmen wir natürlich auch den günstigsten. Bei der Tastatur müssen wir leider auch die billige Logitech-Tastatur nehmen. Und als Maus gibt es diese richtig ekligen Grauen, die noch unten so eine Kugel drin haben und nicht so ein Laserding. Und mit dem man aus irgendeinem Grund immer im Informatikunterricht zu tun hat. So, und wie machen wir das jetzt? Wir packen den PC da drauf, also den Bildschirm, hier den PC. Und hier dann die Maus und die Tastatur. Oder können wir die direkt vor den PC setzen? Ja, können wir. Ich bin mir nicht sicher, ob das so funktioniert. Hallo, hat irgendjemand Lust, das mal auszuprobieren? Oh ja, er. Okay, komm, spiel eine Runde. Nein. Ja. Oha, wir haben unseren ersten Kunden. Was geht? Was zockst du da? Ey, geh mal bitte weg. Ich will sehen, was unser Kunde zockt. Yo, ein Bild von einem Delfin. Oha, er spielt einfach den Windows-Hintergrundbildschirm durch. Mein Lieblingsspiel. Ich würde mir halt gerne als nächstes eine Arcade-Maschine kaufen und die können wir uns auch leisten. Dann machen wir das doch direkt mal. Weil nur ein PC ist jetzt nicht so gut, um Geld zu bekommen. Dann stellen wir die hier direkt an Eingang, damit die Leute direkt Lust haben, ein bisschen zu zocken. Und ich bin gespannt, ob da vielleicht auch direkt jemand dran geht. Und das ist so. Und wir haben 40 Dollar bekommen dadurch. Let's go. Ja, wir müssen scheinbar die PCs immer erstmal anschalten. Okay, komm Dream, zock eine Runde. 40 Dollar, let's go. Boah, und ich bin gespannt, wie viel Geld wir jetzt von dem Kollegen an dem PC bekommen. Außer natürlich, er zieht uns ab und geht einfach. Das will ich nicht. Yo, er zockt GoBlox. Grand Theft Autocraft. Cooles Spiel, Mann. Hört sich richtig gut an. Okay, noch 4 Sekunden. Wie viel Geld bekommen wir von dem Kollegen? Ja, 98 Dollar. Let's go. Hallo. Irgendjemand Lust, PC zu spielen? Ja, Maschine. Oh ja, er will zocken. Okay, machen wir, machen wir. Kein Problem. 2 Minuten für 200 Dollar. Let's go. Und wenn das durch ist, können wir uns direkt die nächste Arcade-Maschine holen. Man kann später sogar im Darknet einfach für 60.000 Euro TNT kaufen, was Obsidian zerstören kann. Damit können wir dann scheinbar runter in den Keller. Also offensichtlich ist da auch noch was. Nein! Nein! Wie random! Der ist einfach explodiert. Der ist einfach explodiert und wir haben 52 Dollar verloren. Das ist ein Feature, was ich nicht verstehe. Warum explodieren NPCs teilweise einfach? Was so... Du hast nicht bezahlt! Was soll das? Ey, Squid Game Typ. Ja?
$200 wolltest du mir abluchsen, hä? Aber ich pass auf. Ich pass auf. Ich bin wachsam. Meine Güte, ich fass es nicht. Die werden einfach immer dreister. Wir kaufen uns den nächsten Tisch, den können wir da drüben wieder abholen. Und dann stellen wir den doch einfach mal hier in die Ecke. Einfach neben den Tisch da hinten. Oh, und die Besucherzahlen steigen. Insgesamt schon 12 Stück. Let's go. Ja, der Mann will zocken. Und damit ist er unser 20. Kunde. Herzlichen Glückwunsch, du bekommst gar nichts. Oh nein! Oh, das ist nicht so gut für die Kundenbindung. Ich wollte nur einschlagen. Ich schwöre, ich wollte dein Gesicht nicht treffen. Wir haben unser zweites Setup komplett. Oh mein Gott, Mr. Beast. Mr. Beast ist in meinem Internetcafé. Ich fass es nicht. Hier nimmt er immer seine Videos auf. Boah, wenn wir Glück haben, ist er so korrekt und sagt einfach, yo, yo, ich mach gerade ein Video. Du bekommst 10.000 Euro und eine Yacht. Also PC, Stuhl, Keyboard, Maus. Und wenn der Typ mit dem komischen Gesicht seine Runde War mit Craft spielen will... Oh, das ist mein YouTube-Kanal. Wisst ihr, was er gerade macht? Er abonniert mich. Und genau das solltet ihr auch tun. So, das bedeutet einmal bitte einen neuen Monitor. Zack, zack. Und damit können wir unser drittes Setup auch schon eröffnen. Let's go. Okay, Freunde, es wird Zeit für einen kleinen Umbau. Wir nehmen hier die Arcade-Maschine, bauen die ab. Dann gehen wir da drüben hin, wo wir die Sachen wieder verkaufen können. Bekommen dadurch dann wahrscheinlich $210, denke ich mal. Und dann können wir uns davon die zweite Tier-2-Arcade-Maschine holen. Freunde, noch $350. Ja, wir haben's. Wir können uns den Tier-2-PC holen. Und jetzt bin ich wirklich gespannt, wie viel gibt uns ein komplettes Tier-2-Setup? Yo! 1176! Für 3 Minuten an dem neuen Setup. Eigentlich sind wir durch, oder? Wir haben die Challenge eigentlich geschafft. Schauen wir mal rüber. Ja, let's go! 5 Tier-2-PCs. Okay, die nächste. Wir müssen Steve töten. Was ist das denn? Und da bekommen wir eine Mindstation 5. Okay, das nimmt eine sehr interessante Wendung an, aber gerne. Also, ich glaube, Steve ist relativ selten. Aber wenn wir ihn sehen, müssen wir ihn auf jeden Fall umlegen. So, jetzt aber erstmal hier die PCs austauschen. So, wir können nämlich jeden einzelnen traden gegen ein Tier-2-Ding, weil wir so viele haben. Wartet, Kinder, hier noch schnell. Nein! Der Bre ist explodiert. Kollege! Warum? Immerhin verliert man dadurch die Sachen nicht. Das wäre super, bitte. Steve! Okay, wir müssen aufpassen. In 4 Minuten ist Steve fertig. Da müssen wir den töten. Na, Steve, alles senkrecht. Bist du durch? Oh, er gibt uns nochmal 1400. Yo, wie viel Geld haben wir auf einmal bekommen? Steve, es tut mir leid, aber ich muss es tun. Hey, wir haben den ersten Steve getötet. Ihr habt nichts gesehen. Ihr habt nichts gesehen. Kollege. Kollege, du bleibst stehen. Du bezahlst. 1200 Euro wollt ihr mir abloxen. Ich fass es nicht. Alle unsere PCs sind jetzt Tier 2 komplett. Dasselbe gilt ja auch für die Arcade-Maschinen, was auf jeden Fall auch gut ist. Wir könnten den Boden ändern und die Wände und so, aber das bringt eigentlich auch nichts. Weil ich glaube, dadurch machen wir nicht mehr gewinnen. Oh, aber was wir machen könnten, was super clever ist, wir können in Lootboxen investieren. Wisst ihr, Freunde, wir haben gerade sowieso ultra viel Geld. Wir müssen nur warten, bis Steve spawnen. Und ich denke, da kann man sich schon mal 5 Lootboxen kaufen, oder? Naja, dann guck mal, wir haben 10k, Freunde. Wir investieren in Lootboxen. Start. Minus $5000. Okay, nochmal. Diesmal sieht's besser aus. $0. Noch ein Versuch. Wir machen noch einen Versuch. $0. Was ist denn hier los? Wir haben nicht einmal gewonnen. Egal, ich brauche mehr. Wir müssen mindestens einmal gewinnen. Früher höre ich nicht auf. Das ist ein vollkommen gesundes Verhalten und ich würde mir keine Sorgen machen. Okay, letzte Lootbox. Minus 10.000? Minus 10.000? Wir haben einen Kontostand von minus 9.460. Wir müssen aufhören. Glücksspiel ist sowohl in Spielen als auch vor allem in Real Life unfassbar dumm. Und genau deswegen macht das niemals. Und ich lerne da jetzt auch draus. Freunde, seid mir nicht böse, die Sucht kickt. Ey, 5k! Wir haben das erste Mal Gewinn gemacht und jetzt hören wir auf. Aufhören, wenn es am schönsten ist. Wichtig. Ich habe einen Glitch herausgefunden. Das ist wirklich krass. Wenn man die Dinger hier platziert, dann kann man die einfach duplizieren. Wir haben dadurch unendlich viel Money, weil wir können die auch wieder verkaufen. Das mache ich jetzt aber nicht, das wäre fies. Wir cheaten nicht, aber sehr interessant. Ich würde sagen, als nächstes ergibt es wirklich nur Sinn, dass wir uns ein Tier 3 Setup holen. Es ist aber halt super teuer. Und das bedeutet Keyboard Tier 3... Maustier 3, Monitor Tier 3. Ja, sogar mit Minecraft hinten drauf. Wie wild. Freunde, das ist der letzte Steve. Das ist der letzte Steve. Mission 3 completed. Die nächste Aufgabe 500 Besucher haben. Und dann bekommen wir 5 Arcade-Maschinen in Gold. Die kosten normalerweise, lass mich kurz mal checken, die goldenen Arcade-Maschinen kosten normalerweise 300k. Und wir brauchen dafür einfach nur 500 Besucher. Und wir haben jetzt schon 337. Das ist gar nicht so unwahrscheinlich.
nicht. Was mache ich jetzt mit der Mindstation? Die Mindstation 5 kostet normalerweise 500k. Boah, die muss ich aufstellen. Wie stelle ich die auf? Ey, das ist super krass. Die kann uns richtig viel Geld einbringen. Ich glaube, ich stelle die einfach mal hier hin. Können wir die einfach statt einem PC hinstellen? Nein, natürlich nicht. Weil ich bin ehrlich, ich bin ein bisschen Nein! Oh nein! Ich habe sie verkauft. Ja gut, damit können wir jetzt auf jeden Fall fast unser ganzes Café auf Tier 3 upgraden, glaube ich. Und wir haben halt immer noch 90k übrig, weil ich aus Versehen meine Mindstation verkauft habe. Das war richtig dumm. Ich glaube, die hat uns eigentlich richtig viel Cash eingebracht. Zack, zack, zack. Zack. Und so schnell sieht es doch schon wieder nicht mehr aus wie ein Informatikraum. Boah, zack. 4K, 8K, 2K, 4K. Wir machen Geld. Wir machen ordentlich Geld. Ey, Kollege! Stehen bleiben! Ich fass es nicht. Mann, will der mich um 4000 Dollar betrügen? Ja, nicht mit mir. Boah, ich glaube, jetzt lohnt es sich sogar, so einen Sicherheitstypen einzustellen. Der kostet da zwar 1200 Dollar die Minute, aller 4 Minuten. Aber das machen wir locker. Yo, wer ist er denn? Boah, deutsche Security, guckt euch das an. Stellt euch vor, ihr wollt den Club rein, aber der Typ steht da. Keine Chance. Er lässt keinen rein. So, Freunde, es fehlt nicht mehr viel Geld, dann können wir uns das Modem holen. Wodurch wir scheinbar einfach doppelt so viel Geld durch jeden PC bekommen. Das wäre krass. Und da haben wir es. 100.000. Er spielt 4 Minuten und wir bekommen 15.680 Dollar. Guckt euch das an. 3 GB. Yeah. Neueste Technologie. Yo, Mission 4 complete. Let's go. Das hört man doch gerne. Wir haben 501 Besucher gehabt insgesamt. Das bedeutet, wir können jetzt hier rüber und uns unsere Belohnung abholen. 5 goldene Arcade-Maschinen. Boah, sick. Okay, okay, ich bin wirklich gespannt, wie viel Geld die mir geben. Der gelbe Among Us-Skin. Mein Gott, er geht genau dahinter zu der ersten, die noch normal ist. Ich will wissen, wie viel Geld man bekommt. Yo, 9000! 9000 Dollar für eine Arcade-Maschine. Boah, das macht uns 21.600. Die Dinger sind ja unfassbar stark. Wir haben jetzt schon wieder 120k. Jetzt läuft's auf einmal. Oh, wir könnten uns hier zum Beispiel diese Konsolen schon kaufen. Also die Mindstations noch nicht, aber ich denke, da ist es auch nicht mehr lange hin. Ah, und für Konsolen braucht man scheinbar einen extra Tisch. Deswegen konnte ich die Mindstation vorher nicht platzieren. Trotzdem sehr krass. Auf einmal machen wir so viel Geld auf einmal. So, und das bedeutet, eine letzte Sache können wir uns ganz schnell noch kaufen. Und zwar im Deep Web das TNT, was Obsidian zerstören kann. Ich will nämlich unbedingt noch einmal schnell schauen, was sich denn bei uns im Keller befindet. Also, wir werfen es mit Rechtsklick. Ich hoffe, das reicht. Boots. Wir haben den Keller freigesprengt. Okay, und hier haben wir eine Bibliothek mit Cobwebs und Gold. Hä? Was bringt mir das denn? Ja, wow, wir haben eine Bibliothek im Keller und haben da Gold und Cobwebs draus bekommen. Das ist ein bisschen weird. Was soll ich damit? Okay, ich glaube, wir haben genug für das nächste TNT. Aber das bedeutet, dass wir jetzt das zweite Obsidian in unserem Keller sprengen können. Und ich bin sehr gespannt, was uns da erwartet. Ich hoffe, das lohnt sich. Also dann, lass es explodieren. Und Boots. Eine Kiste mit Gold und einem Diamant. Oh, ein Diamant ist gut, das ist ja auch die Währung. Aber was bringt das Gold? Ich weiß nicht, was wir mit dem Gold anstellen sollen, ehrlich gesagt. Also hier haben wir dieses Diamantding. Aber es kostet halt auch alles ein Diamant. Hier zum Beispiel die Diamantmaus könnte man sich für einen Diamant kaufen. Aber sonst habe ich ehrlich keine Ahnung, was ich mit dem Gold anstellen soll. Vielleicht können wir damit Sachen upgraden oder so. Ich bin echt überfordert gerade. Wir können uns ja mal zum Ausprobieren eine normale Arcade-Maschine kaufen. Und das vielleicht aufeinander werfen? Nee. Wir müssen irgendwie zusammen ins Crafting-Menü legen. Auch nicht, okay. Ja, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was man mit dem Gold machen kann. Vielleicht können wir das verkaufen. Ich probiere mein Gold zu verkaufen. 50k! Okay. Okay, ich habe direkt mal alles verkauft. Wir haben 500k. Ich kann mir vorstellen, dass es dafür gedacht ist. Und damit könnte man sich jetzt eigentlich gleich auch schon was Schönes koppen. Wisst ihr aber, was wir erstmal machen, Freunde? Boah, also wir haben jetzt 500k. Damit könnten wir uns auf jeden Fall was sehr, sehr Krasses kaufen. Außerdem haben wir einen Diamant. Was ich damit mache, weiß ich noch nicht ganz. Trotzdem würde ich sagen, beende ich das Video hiermit erstmal. Es war eine sehr, 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 sehr lustige Aktion. Mir hat es wirklich unfassbar viel Spaß gemacht. Wenn ihr noch einen zweiten Part sehen wollt, wo ich das Ganze vielleicht sogar durchspiele und mir wirklich alles in Gold kaufe, was existiert, dann könnt ihr natürlich wie immer jetzt gerne schon mal ein Like und ein Abo dalassen. Ihr könnt mir auch gerne Tipps in die Kommentare schreiben, wenn ihr dieses Spiel schon kennt oder irgendwie die Dinger, an denen das inspiriert wurde. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Wir sehen uns am Donnerstag wieder. Haut rein. Ciao.